Nachdem wir gestern meinen PC zum Rauchen gebracht haben mit Black Ops 4, bringen wir meinen PC heute zum Rauchen mit Battlefield 5. Die Alpha Nummer 2 ist am Start. Leider eine Closed Alpha, das heißt, nicht jeder kann da mitspielen, was ein bisschen schade ist. Aber es kommt wohl noch eine Open Beta. Da müsst ihr euch aber noch so ein bisschen gedulden. Und ich hätte den jetzt gerne wiederbelebt, aber ich werde angeschossen. Von wo werde ich überhaupt angeschossen? Mate, es tut mir leid. Was? Eine Sache, die nervt. Man kann nicht einfach wieder spawnen. Man muss warten, bis man ausgeblutet ist. Was manchmal nerven kann. Okay, da oben ist doch einer. Da oben sind welche. Und wir werden angeschossen. Von wo, von wo, von wo? Ich finde ein bisschen schade, dass es wieder die gleiche Map ist wie beim letzten Mal. Das ist halt eine wirklich offene Map. Und ja, es gibt viele Sniper. Und Fahrzeuge haben wirklich Vorteile. Und ja, mit den anderen Waffen kann man vielleicht nicht ganz so viel machen wie auf anderen Maps. Und das finde ich ein bisschen schade. Ich mag Battlefield 5 oder ich mag Battlefield allgemein, aber ich mag Battlefield am liebsten, wenn man ganz viel Gun-Action hat, wenig Fahrzeuge und Sniper, die nicht irgendwo rumcampen. Deswegen hat mir zum Beispiel auch... Oh, let's go! Deswegen hat mir zum Beispiel auch Close Quarters mega gut gefallen, das DLC für Battlefield 3, wo man halt wirklich einfach Gun-Actions hatte. Hallo? Kommst du her? Ist der tot? Ja, okay. Bin mir nicht sicher, wie der gestorben ist, aber alles klar. Let's go! Weg mit deiner Sniper! Das Ding haben wir jetzt eigentlich eingenommen. Ich glaube... was explodiert da? Ich glaube, wir müssten... Achso. Oh, okay. Wir haben verloren. Alles klar. Können wir ihn ausräuchern? Hat er Angst und kommt raus? Sieht nicht danach aus. Da hinten ist einer. Aber ich habe da noch was gehört, oder? Ich glaube halt, der ist da wirklich noch drin. Ich bin mir nicht zu 100% sicher, aber ich glaube, der ist da noch drin. Jedenfalls ist hinten auch irgendwie einer rumgelaufen. Kann ich hier reinschießen irgendwie? Wow. Mit dem Raketenwerfer. Wirklich. Oh. Okay. Also, manche Leute wollen gekillt werden von mir. Das ist jetzt gerade einfach vor mich gestellt. Das finde ich sehr angenehm. Hallo, mein Freund. So will ich das bitte immer haben. Und du kriegst die Spritze rein. Was mich ein bisschen nervt, ist, dass man diese Todesanimation nicht überspringen kann. Ich verstehe natürlich, dass sie wollen, dass man eben Leute oft wiederbelebt und dass man eben wiederbelebt wird und so weiter. Aber ich habe trotzdem das Gefühl, dass das manchmal ein bisschen nervig ist. Weil zum Teil war... Nein! Das gibt's doch nicht! Auf 10 Leben. Ach, komm schon, ein bisschen mehr Glück. Zum Teil weiß man halt aber, okay, man wird jetzt nicht mehr wiederbelebt und will halt diese Animation nicht haben. Da muss man sich das angucken und muss da irgendwie für 10 Sekunden am Boden rumliegen. Das kann nervig sein. Keine Ahnung. Man will halt doch immer wieder gerne in die Action sofort. Haben wir? Nein. Das, Leute, sind gerade übrigens die Einstellungen auf komplett niedrig. Auch dann sieht das Game noch so aus. Das ist schon ziemlich heftig. Ich glaube, der wird sich sehr lange hier nicht wegbewegen. Der macht nur die kleinen Bewegungen nach oben und unten. Aber er bleibt hier auf diesem Fleck. Er bewegt sich ein bisschen nach rechts, um Platz zu machen für seinen Sniper-Kollegen. Beide verteidigen dieses Gebiet, das nicht verteidigt werden muss. Ah! Ja. Hat er sich gerade jetzt auch selber die Luft gesprengt? Und wenn ja, warum? Ich bin auf jeden Fall mal gespannt, was für eine Map wir bekommen mit der Beta. Ich hoffe, das ist eine andere Map oder die Map und eine andere Map. Das würde ja Sinn machen. Ich weiß leider nicht mehr, wie das bei Battlefield 1 war. Ich weiß auf jeden Fall, dass wir irgendwann bei Battlefield 1... eigentlich wollte ich mit der STG spielen. Ich weiß auf jeden Fall, dass wir bei Battlefield 1 irgendwann... Bei einer Alpha, glaube ich, war das. Oder war das die Beta, diese Wüstenmap hatten, die mir auch nicht wirklich gut gefallen hat. Und die Maps, die mir dann gut gefallen haben, die waren im fertigen Spiel. Ich bin mir nicht sicher, wie die Maps immer rausgesucht werden für diese Alphas und Betas. Aber ich finde es schade, dass das immer irgendwie die ganz offenen sind. Jedenfalls scheint das der Fall zu sein. Hallo, mein Freund. Ich glaube, ich bleibe jetzt einfach die ganze Zeit hier bei den Häusern. Auch wenn hier vielleicht nicht ganz so viel Action ist. Wir bleiben jetzt hier einfach mal. Ich habe das Gefühl, hier kann ich wenigstens Kills machen. Und werde nicht die ganze Zeit von einem Panzer geholt. Warte mal, habe ich jetzt 4. Das ist böse. Das ist böse. Holy shit. Und ich habe mich vorhin noch beschwert. Aber es macht halt schon ein bisschen Spaß, wenn man das selber schießt. Das muss ich ja leider gestehen. Hinter mir irgendwo? Laden wir erstmal nach. Oh, vielleicht können wir diesmal dieses Ding benutzen. Haben wir. Perfekt. Hey, ich bleibe einfach hier in diesem Ding drin. Das scheint das Beste zu sein, was ich gerade machen kann. Okay, nein, ist es nicht. Okay, das war einer von den beiden. Wo ist der andere? Den haben wir. Allerdings war hier nochmal irgendwo einer.
Und da ist ein scheiß Panzer. Mit dem Panzer will ich gerade nichts zu tun haben. Sorry. Komm. Let's go. Okay, da ist noch einer. Da ist noch einer. Ich habe irgendwas gesehen. Ich glaube, der muss ja hier hoch. Ja. Let's go. Wer will noch kommen? Also, wenn die da jetzt alle weiter hochrennen, dann bin ich mir auch nicht ganz sicher, was Sache ist. Ah, sorry, Mate. Kann, glaube ich, nicht wiederbeleben. Ah, doch, klar. Jeder kann die Leute wiederbeleben aus seinem Squad. Komm hoch, komm hoch, komm hoch. Komm, wir müssen raus, wir müssen raus. Okay, wir haben auch die Nate irgendwie überlebt. Nein, ich habe null Leben. Ich hatte gerade null Leben. Wie hat das funktioniert? Let's go. Jetzt werde ich von irgendwo angesniped und bin mir nicht sicher von wo. War das überhaupt ein Gegner oder war das irgendwie ein Teammate? Das ist manchmal noch ein bisschen verwirrend für mich in diesem Game, ich muss es sagen. Manchmal bin ich mir nicht so ganz sicher, was gerade passiert. Ich glaube, das waren keine Schüsse auf mich. Die haben da gerade einfach noch weiter geschossen. Den haben wir. Gut gehittet. Gut gehittet. Let's go! Weg mit deinem Panzer! Und hier waren, glaube ich, noch andere Leute irgendwo unterwegs. Den wir auch haben. Okay. Gut gehittet. 80er Hit. Leider nicht finishen können. Da stehen sie alle. Da stehen sie einfach alle. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Ich glaube, ich habe auch nicht mehr viel Munition. 15 Schuss nur noch. Ich weiß nicht, wie das genau funktionieren soll. Wir könnten vielleicht flankieren und dann mit der Pistole ein bisschen was machen. Oder halt mit diesen Dingern. Oh, das wäre geil. Oh, wenn das funktioniert. Ja, da kommt einer aus dem Nichts. Leute, ich glaube, besser wird es heute nicht. Ich werde auf jeden Fall noch ein bisschen grinden und werde euch mit Sicherheit bessere Gameplays liefern können. Schreibt mir gerne in die Kommentare, was ihr zu Battlefield 5 bis jetzt sagt. Würde mich auf jeden Fall interessieren. Für weitere Videos lasst gerne ein Abo da, falls euch das Video gefallen hat. Lasst auf jeden Fall eine Bewertung da. Und das war's von mir. Macht's gut und bis zum nächsten Mal. Pünktlich zum Verlieren sind wir fertig geworden. Macht's gut.